Hallo meine lieben Zuschauer, ganz recht herzlich begrüße ich euch hier aus Südschweden, aus der Mitte von nirgendwo, aus meinem kleinen Bed and Breakfast. Heute habe ich euch wieder mal was von Star Wars mitgebracht, die 75203, die Hoff Medical Chamber. Das ist die Medizinabteilung auf Hoff, wo der Luke, nachdem er da ja draußen im Schneesturm war und da von diesem Schneemonster da gefangen wurde, dann da wieder ein bisschen aufgewärmt wird und wieder reanimiert wird, dass er da wieder voller Power ist und wieder kämpfen kann. Das hier ist die Box. Das hier die Rückseite. Das Set ist von 2018, also schon ein bisschen älter. Hier die Anleitung. Das Ganze wird in drei Bauabschnitten aufgebaut. Und ihr habt hier Bauspaß auf ungefähr 78 Seiten. Dann hier noch ein paar Sets, die damals auch im Verkauf waren, wo ich auch schon einige davon gezeigt habe, gerade die aus dem Solo-Movie. Und hier noch die Figuren dazu, was sehr schöne Sets sind, sehr schöne Figuren. Ja, dann noch ein bisschen Werbung und halt die Teileliste. Ja, dann haben wir hier die Figuren. Fangen wir an mit Luke. Das ist Luke, wie er dann eben in diesem Tank ist, wo er da wieder gesund gemacht wird. Luke hat auch noch ein anderes Gesicht, wenn er dann eben aus dem Tank rauskommt und nicht mehr diese Sauerstoffmaske auf hat. Dann sieht er so aus. Eine sehr coole Figur. Dann haben wir Prinzessin Leia, glaube ich. Ja. Auch sie hat ein zweites Gesicht. Das sieht dann so aus. Und dann haben wir noch so einen Droiden. Muss ich schnell schauen, wie der genau heißt. Der heißt 2-1-B. Das sind diese Droiden, die es halt da in der Medical Chamber gibt, die die Menschen wieder gesund machen. Auch eine schöne Figur. Ja, das sind die Minifiguren dazu. Dann, ja, das Set. Was ist das hier? Da hat es dann verschiedene Spielfunktionen, die ich euch gleich zeigen werde. Ja, also eben die größte Spielfunktion ist natürlich, dass man hier auf- und zuklappen kann. Eben, man kann hier auch machen, dann hat man hier Platz zum auch ein bisschen spielen und was machen und dann zuklappen wieder. Nehmen wir am besten mal Luke, der kann sich hier natürlich da auf diese Liege setzen oder auf diese Liege und sich hinlegen und die kann man dann drehen. Ja, muss mal schauen, dass ich da nichts vergesse dann. Ja, das ist die eine Funktion. Dann kann man natürlich das hier kann man so aufklappen und dann kann man den Luke hier so reintun, wie auch immer man das machen will. Das spielt dann. Aber die Hände müssen da noch angelegt sein, sonst passt er da nicht wirklich rein. Dann kann man so machen, glaube ich, so ist glaube ich besser. Kann man das wieder zumachen und dann ist der Luke da in diesem Tank, wie ihr hier sehen könnt. Wo er dann eben wieder gesund wird. Hier hat es dann eben noch so einen Druiden, der dann auch hier noch irgendwelche Medikamente reinspritzt oder was auch immer halt, die er da halt dann und er auch da auf dem Computer rumdrücken kann
und hier im Prinzip den Look da versorgt. Ja, eben, es hat hier viele kleine Dinge, es hat hier auch noch so ein Ding, einen Schrank, den man öffnen kann. Hier hat es Schubladen, die man öffnen kann. Hier hat es auch noch so ein Kästchen, das man auch öffnen kann hier. Also es hat hier viele kleine Dinge dabei. Eben hier auch nochmal ein Bett, wo er sich hinlegen kann und halt wieder gesund werden kann. Dann hat sie hier auch eben jede Menge Spritzen und was es halt so in einem Ärztebereich halt alles gibt. Ja. Aber ich finde es ganz cool, wie eben hier der Look da in diesem Tank hier drin ist. Auch mit diesem Kabel und allem. Und das ist dann halt schon so ähnlich wie im Film. Und ja, ist ein schönes kleines Set, das halt zu dieser Filmszene passt. Und eben gerade wenn man vielleicht einen Hoffmock baut, ist das natürlich eine gute Ergänzung, dass man da irgendwo so eine Medical Chamber einbaut. Hier kriegt man eigentlich alles dafür, dass man das so mit einbauen kann. Und ja, von dem her finde ich, es ist ein schönes Set. Man bekommt halt die Figur von Luke, wo er eben so in, wie er halt eben in diesem Tank aussieht. Wenn man da sowas nachbauen will, braucht man natürlich das. Man bekommt eine schöne Prinzess Leia und man bekommt natürlich auch diesen Mech hier, der dann halt, der, ich meine, so Mechs sind ja eh cool. Die kann man ja auch auf anderen Mocs oder so, kann man die ja dann aufstellen, weil ist immer gut, wenn da noch ein bisschen Leute oder halt eben Mechs rumlaufen und ja, dann ist es nicht so leer. Also von dem her, cooles Set, finde ich. Ich glaube, es war relativ teuer, aber ich habe das mit Rabatt damals gekauft. Ich kaufe eigentlich eher alle Sets mit Rabatt, ich zahle nie den vollen Preis. Außer es gibt die Sets nur bei Lego und ich will das Set unbedingt, aber da schaue ich dann auch immer, dass ich ihnen ein cooles GWP, doppelte VIP-Punkte und so Zeugs bekomme. Ja, wie findet ihr dieses Set? Habt ihr das auch? Gefällt es euch? Findet ihr es auch cool, so wie ich es cool finde? Weil, ja, ich wollte das einfach haben, weil diese Szene aus dem Film da, das ist speziell, die ist einem geblieben und ich fand, ja, dann brauche ich auch das Set dazu. Schreibt mir doch gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr dieses Set findet, ob ihr es habt, ob ihr es blöde findet, ob ihr es gut findet, was auch immer, schreibt es mir in die Kommentare. Dann würde ich mich natürlich, wenn euch das Video gefallen hat, gerne über ein Like freuen, gerne auch über ein Abo, wenn ihr Lust habt, dann verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Und ja, in dem Sinn wünsche ich euch eine gute Zeit mit Lego, gute Zeit mit Star Wars, mit Luke, mit Leia und wem auch immer. Und bis bald.